Da ist Paderborns Roger Schmidt, Trainer des besten Auswärtsteams der zweiten Liga. Hallo, Markus Kauzinski, Badener gegen Ostwestfalen im Karlsruher Wildpark. Kauzinski, sechster Trainer seit dem Erstliga-Abstieg 2009. Der KSC ganz in Blau gegen diese weißen Parvenus aus Paderborn, die zum Unterhaching des 21. Jahrhunderts werden könnten. Der Fehlpass von Rada, dann Lukas Rupp, technisch fein für Broschwitz, 11. Minute. Allererste Chance dieser Partie, Orlishausen pariert. Lukas Rupp für Kara auf der 10er-Position und Nick Broschwitz. Rechter Fuß, rechtes Knie, Brust, dann linker Fuß. Das war künstlerisch wertvoll. Das Spiel schaukelte sich ganz langsam nach oben. Viel Kampf, viel Hektik, wenig spielerische Elemente. Aber bei diesem Tabellentohuwabohu ist Nervenstress natürlich verständlich. Der KSC mit Krebs unter Kauzinski wiederbelebt. Terrazino haarscharf vorbei an der ersten Beruhigungspille für die Blauen. Krebs und dann Iashvili und Terrazino kreuzen schulmäßig. Das bringt die freie Bahn für Terrazino. Mit der Picke reicht's dann gerade noch. Terrazino bekam den Vorzug vor Lavric und machte von Beginn an mächtig Dampf. Das war eine gute Idee von Kauzinski. Der Trainer wirkt bei dieser Chance wie paralysiert, fast starr. Na, da haben wir dann doch noch eine menschliche Regung. Schon über eine halbe Stunde gespielt, keine Augenweide diese Oben-Unten-Partie, alles ausgeglichen. Karalambos, der Zypriote, Krebs und dann das aus 30 Metern. Pascal Groß, das ist schon ein mächtiger Verzweiflungsschuss. Wie gesagt, 30 Minuten rum. Egal. Schönes Wetter, gute Laune im Wildpark. Der SC Paderborn spielerisch vielleicht einen Tick gefälliger, kombinationssicherer, aber in Sachen letzter Pass noch herzlich wenig bei den Weißen. Rupp. Broschwitz, ja, so sahen sie aus, die Offensivkünste der möglichen Aufstiegskünstler. Roger Schmidt, eines ist klar, Top-Arbeit bislang, egal wie es ausgeht. Tempo im überschaubaren Rahmen, der KSC so unter Druck, weil zuletzt eben die 1:2-Niederlage in Ingolstadt und dann das Foul hier, Groß an Rupp. Freistoß heißt Meha am Ball. 8 Tore hat er vorbereitet, wenn der Ball ruht. Neha, Aufsetzer Orlishausen nach 39 Minuten. Wenig Arbeit sonst für die Goalies. Nicht abgefälscht, aber aufgesetzt, deshalb schwierig. Neha hat auch schon 4 Tore geschossen nach direktem Freistoß. Der KSC schnell nach vorne über Jalanoglu. Dann Terrazino, ihr Bester bislang. Terrazino auf Krebs, da ist das Tor zum 1:0 in der 43. Minute, vielleicht das Tor zum Klassenerhalt, wer weiß das schon. Der kleine Krebs und die große Erleichterung. Der perfekte Lauf von Terrazino. Und dann rechts geht Krebs, wieder dieses Kreuzen, das Paderborn verwirrt und dann toll gelupft, Saisontor Nummer 3 des Franzosen. Und der in Mannheim geborene Marco Terrazino, zum zweiten Mal bereitet er ein Tor vor. Brandy versucht es hier gegen Terrazino und im Rücken von Wemmer schleicht sich Krebs davon sehr schön. Markus Kauzinski als Interimstrainer bekannt geworden, jetzt Vertrag bis 2014, egal welche Liga. So schaut's aus jetzt. Karlsruhe jetzt gerade 4 Punkte vor Rostock und zittern müssen jetzt wieder die sieglosen Auer und Cottbuser. Vom Wildpark nach Düsseldorf zu Uwe Morawe. Der waschechte KSC-Fan kann frohlocken. Rostock hinten, die Badener vorne, aber noch kein Grund zur Entspannung. Eckball KSC, 60. Minute. Und jetzt aufgepasst. Ganz schwer zu sehen, auch für Schiedsrichter Bandurski. Achtung,
Staffelt gegen Brandy und es ging einfach weiter. Aber es war ein glasklarer Elfmeter für den KSC. Brandy zieht mit seinem rechten Bein, staffelt das Standbein weg. Aber dazu brauchst du fast schon eine Lupe. Ganz, ganz schwer. Kein Vorwurf an den Schiedsrichter. Und draußen Kauzinski nötigte das nicht mal ein Zucken ab. Und nochmals aufgepasst. Brückner legt sich den Ball hoch und mit dem Kopf zurück zum Torwart. Das ist aber nicht erlaubt. Gelb für Brückner. Unsportliches Verhalten. So darf man das einfach nicht machen. Bumm. Also indirekter Freistoß. Und da stehen Iashvili und Rada. Rada, na, das kann man aber auch cleverer veranstalten, Herr Innenverteidiger. Paderborn nach vorne ungefährlich. Anders Pascal Groß. Genau richtig. Mächtige Schritte. Strodig verfolgt Groß. Groß gegen Strodig und fast noch ein Eigentor von Rupp. Brückner klärt endgültig. Und Kauzinski dann wieder zurück in die Ruhepose. Groß musste alleine gehen. Hätte er Lavrić abgegeben, wäre es abseits gewesen. Pascal Groß mit der 5. gelben Karte übrigens. Deshalb in Aachen beim Kellergipfel nicht dabei. Das ist bitter. Karlsruhe gut. Angriff ist die beste Verteidigung. Lavrić 75. Minute. Nix mit Saisontor Nummer 6. Und 2 Minuten später. Wieder Lavrić im Zentrum. Er wirbelte schon ganz schön nach seiner Einwechslung. Kam ja für Terrazzino. Die Ostwestfalen nach vorne enttäuschend. 5 Tore in den letzten 2 Spielen, 2 Siege auch, aber heute nix. Rupp, Kara eingewechselt, Broschwitz, 87. Minute. Broschwitz, mal ein Lebenszeichen vom Stürmer. Es bleibt bei 17 Toren der Shootingstar dieser Saison. Dann Lavrić, Calhanoglu, 18 Jahre alt, verlängert bis 2016, ein Offensivtalent. Tijun, Calhanoglu, in den Lauf von Groß und es war geschafft. 2:0, 88. Minute, der Sack war zu. Pascal Groß in Aachen dann nicht dabei, aber sein Abschiedsgeschenk perfekt vor seiner Ruhepause. 16.000 wieder mit großen Zweitliga-Hoffnungen. Tijun. Wimmer passt nicht auf Calhanoglu und Groß macht das zweite Saisontor. Strodig mit dem verzweifelten Reinrutscher gegen Pascal Groß. Markus Kauzinski, der KSC-Retter, hält sich an Iashvili gleich fest. Hier links unten der Arm. Und dann wird der Pulk schnell größer und dann will einer noch ganz oben drauf. Da kommt er mit der Nummer 34, Rada, der Rumäne, der Innenverteidiger. Nachspielzeit. 9 Punkte hat Paderborn in der Rückrunde mehr geholt als Düsseldorf und 5 mehr als St. Pauli. Und jetzt vielleicht das Knockout. Kara. Taylor mit der Chance, das war's aber, die letzte weiße Chance. Karlsruhe gewinnt letztlich verdient mit 2:0 gegen harmlose Paderborner. 5-mal Kauzinski, 4:0, das ist der Erfolgsweg, die Tabelle da unten. Karlsruhe mit 4 Punkten Vorsprung auf den direkten Abstiegsplatz. Aue und Cottbus müssen auch wieder richtig zittern. Das gilt natürlich auch für Rostock in St. Pauli. Daniel Günther, bitte.